So, das war der da. Ach je. Koli, Koli, Koli. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal einen Ofen hinstellen. Hier werden wir nochmal vorbeikommen. Was habe ich denn an Eisen? 55. Geil, den Stack irgendwie noch voll zu machen, aber... Gut, wenn nicht ist, dann ist nicht. So, das ist die Kohle. Alles, das war glaube ich alles, ja. Wir können natürlich da drüben auch das Eisen noch mitnehmen. Das ist auch nochmal eine Menge. Drei. Auch nur zwei. So. 60. Ja, vier mehr wären halt schon gut gewesen. Aber gut. Wie es ist. So. Dann machen wir uns mal eben schnell den Ofen. Die können wir wieder mitnehmen. So, wir wollen ja keine Kohle verschwenden. Dann kann das jetzt mal in der Zwischenzeit durchbrennen, dann können wir uns da auch wieder neue... Alter... Neue Spitzhacken machen, wollte ich sagen. Das ist ja... Das ist ja eine Todesschlucht hier. Ja, leck mich doch am... Scheiß. Das ist Skelett. Kies. Doch mal einen einzelnen Kies, jawohl. Holla, und jetzt so eine Musik. Na, danke. Da haben wir ja die versprochene Spannung. Ein Hauch von Gold. Da oben steckt Kohle in der Decke. Mhm.
So. Boah, ist das viel Eisen. Eieiei, ist das viel Eisen. Jetzt aber. So, wir sind einmal bis hinten durch. Da oben noch Kohle. Würde ich da gern rausschnödeln. Stehen stabil, das ist das Wichtigste. Wenn wir hier abschmieren, ist das unser Ende. Gut, wir sind lange nicht mehr gestorben, wäre mal wieder lustig, aber... nee, muss nicht sein. Also wenn sie es vermeiden lässt, dann bitte... Dann bitte vermeiden sie, ja? Das ist der mutigen Geräusche in diesen Musikstücken immer. So. Hier geht's wieder in Zickzack irgendwohin runter und irgendwohin hoch. Da ist nichts. Nichts, was wir abbauen wollen. Hier ein bisschen Eisen. Ein Kriepelmann, den haben wir gesehen. Der braucht gar nicht dran glauben, dass er hier in irgendeiner Form eine Chance hat. Das gilt auch für den Kollegen da drüben. Der hat die Chance. Da kam ich nicht schnell genug weg. Aber gut. Das mobile Sprengkommando hat wieder Eisen freigelegt. Finde ich immer sehr nett, wenn die das tun. Ja, glaube ich's denn. Da stellt er sich neben mich und grunzt mich an. Und ich... Meist vor Schreck. Mein Schwert weg. Nichts. Da hängt die Spinne an der Decke. Auch nichts. Ganz viele Sackgassen, wunderbar. Das ist nett. Ba, 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 ba. Gleich wieder zurückgehen. Das neue Spitzhacken machen. Das mischt aber nichts. Ich hätte mir auch die Workbench, den Crafting Table da stehen lassen können. Ach je.
Oh, da ist Lapis an der Decke. Ach je. So. Und alles mitnehmen. Okay, so. Da ist Lapis in the Deck. Das wird da rausgeknödelt. Mit der Glücksspitzhacke. Da lohnt sich das ja. Ich muss dringend essen, merke ich gerade. Zack. Oh. Nee, nee, meine Freunde. Weder Zeit noch Verständnis für sowas. Klack. So. Futterpäuschen. Jetzt geht's nur noch diese Richtung. Ist es mal schön, wenn man sagt, nur noch diese Richtung und dann sieht man direkt, wie sich das in alle Himmelsrichtungen wieder verzweigt. Geil. Ein popliches Kohlebröckchen. Dafür der Aufwand. So. Da unten sehe ich schon ganz viel Redstone und Gold und das ist auch eine Sackgasse. Mhm. Nervöse Fledermaus. So, einmal Redstone. Aber ganz einfach, machen wir so. Gold können wir mit der normalen Hacke. Egal. Redstone geht wieder mit Glück. Warum? Was veranlasst dich dazu, solche Dinge zu tun, Fledermaus? Ist dein Leben so scheiße? Was hat man dir angetan, dass du zu solchen Taten dich entscheidest? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte. Ah, fehlen mir jetzt auch die Worte. Platsch. Lies ab. Okay. Nur für den Fall. Okay. Eisen, 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 Eisen. Rotstein, Rotstein. Jetzt auch nochmal Redstone. Da ist auch noch mehr Redstone. Noch mehr Lava dahinter. Okay. In der letzten Ecke. Das Inventar ist voll. Jetzt haben wir den Salat. Drei Pilze anstecken habe. Mein Ernst. Daher die Scheißpilze. Knödel einem unnötig das Inventar zu. Piep, piep. This is not the way out. Maybe this. Tak, tak. So. Also, das
Sinn macht, das jetzt noch auseinander zu knödeln. Vom Inventarplatz her. Aber... ah, das war nicht viel. Okay. Dann ist aber nämlich diese Ebene hier erledigt. Wir das hier dicht machen und dann muss uns das nicht länger interessieren. Hoppla. Gucken wir mal, dass wir hier... ja, beschadet hochkommen. Wir haben einen Blick in das Elend geworfen. So, der Ofen ist aus. Jetzt von ihm mir denkt. Können wir schon mal rausnehmen. Nehmen wir mal die Werkbank jetzt doch hier neben dran stellen. Müssen wir nämlich jetzt auch mal ein bisschen was werkeln. Als erstes Mal machen wir da einen Bogen draus. Dann machen wir hier was, den können wir komplett verdengeln. Kommen dann nochmal dahin. So. Nehmen wir hier mal die Kohle. Verwursteln. Zack. 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 In Ordnung reinbringen. Gold. Was ist? Klack, der Redstone. Bauen. Da kommt noch der Lapis hin. Dann machen wir uns mal zwei neue Spitzhacken. Soll ich dann nochmal aufbewahren? Wenn wir hier noch die Steinsorten und dann. So, dann hat das hier im Inventar auch eine gewisse Ordnung. Wenn man die einigermaßen konsequent einhält, dann behält man dabei auch den Überblick, was man noch so an Platz hat. So. Da oben müssen wir eigentlich nicht mehr hin. Ah, da drüben.